Herzlich willkommen bei Elder Demon Highlander. Heute sprechen wir über Guillaume, Master Chief, eine legendäre Kreatur, welche wir nur in dem Precon-Deck von Wizardbloom dieses Jahr vorfinden konnten. Er ist für 4 Mana eine 5-3er-Kreatur mit Trampelschaden und zu Beginn unseres Endsteps erzeugen wir eine Anzahl an Food-Token, die gleich der Anzahl an Nicht-Spielstein-Kreaturen ist, die diese Runde unter unserer Kontrolle das Spielfeld betreten haben. Eine ziemlich coole Fähigkeit ist zudem, dass wir ein generisches Mana bezahlen können und ein Food-Token opfern können. Dann wird eine Kreatur unserer Wahl bis zum Ende des Zuges unzerstörbar und muss getappt werden. Wir erinnern uns zurück, Food-Token wurden in Throne of Eldraine eingeführt. Diese Spielsteine sind zunächst erstmal Artefakte und wir können theoretisch 2 generische Mana bezahlen, dieses Artefakt tappen und opfern und wir erhalten 3 Lebenspunkte zurück. Das ist thematisch natürlich eine ziemlich coole Sache, da der Meisterkoch die Lebensmittel und Mahlzeiten für unser Deck herstellen kann. Unsere Strategie in diesem Deck wird es also sein, möglichst viele dieser Food-Token erzeugen zu können, indem wir natürlich Kreaturen ausspielen und natürlich andere Karten einsetzen werden, die von sich aus auch Food-Token erzeugen können. Wir bedienen uns daher ein bisschen auch an der Reanimator-Strategie, da wir es so schaffen, auch Kreaturen aus unseren Friedhöfen wieder ins Spiel zurückzubefördern. Und dadurch, dass unser Commander selber eine 5-3er-Kreatur ist mit Trampelschaden, versuchen wir natürlich, unsere Kreaturen auf eine Art und Weise natürlich zu verstärken, um so die 21 Commander-Schaden unseren Gegnern zufügen zu können. Nicht nur, dass das Artwork von Guillaume richtig cool ist, weil man sieht, dass er in einer großen Küche arbeitet und ziemlich deftige Speisen herstellt. Man sieht auch in der Mechanik, dass die Speisen, die er herstellen kann, den Kunden oder den Verzehrern dieser Mahlzeiten Unzerstörbarkeit verleihen kann. In unserem Deck kann er sogar die Toten damit wiedererwecken. Und auch mit dem Fleischerbeil, welches er in der Hand hält, ist er prädestiniert dafür, auch mal in den Kampf zu gehen. Sehr cool ist natürlich auch, dass wir Food-Token opfern können, um Kreaturen zu tappen. So ist es natürlich möglich, auch die Food-Token, die wir in unserem Deck erzeugen, dafür zu nutzen, die Kreaturen unserer Gegner zu tappen. So ist in der Angriffsphase der Weg frei, um zu unseren Gegnern durchdringen zu können. Eine weitere Kreatur, die unser Deck mit Food-Token versorgt, ist der Savvy Hunter. Dies ist eine 3-3er-Kreatur und immer wenn sie angreift oder blockt, erzeugen wir ein Food-Token. Dadurch, dass sie mit 3-3 schon eine recht starke Kreatur ist, wird es einfach sein, damit einige Kreaturen unserer Gegner wegzublocken. Aber auch wenn wir angreifen, erzeugen wir ein Food-Token und könnten ihn direkt dafür nutzen, sie unzerstörbar zu machen mit unserem Commander. Da sie für die Angriffsdeklaration schon getappt ist, machte der Effekt nichts aus, dass wir sie dafür tappen müssen, da wir sie trotzdem auswählen können, obwohl sie schon getappt ist. Ebenso können wir 2 Food-Token opfern, um eine Karte zu ziehen. Damit haben wir noch mehr Möglichkeiten, irgendwas mit unseren Food-Token erzeugen zu können. Wir können sie opfern, um in sich selber 3 Lebenspunkte erzeugen zu können. Wir können sie in unseren Commander opfern, um Kreaturen Unzerstörbarkeit zu geben und sie zu tappen. Oder aber durch den Savvy Hunter könnten wir sogar theoretisch eine Karte ziehen. So erhalten wir in unserem Deck richtig viele Möglichkeiten und Optionen, um so geschickt auf die Aktion unserer Gegner reagieren zu können. Sehr gut geht das auch mit Cauldron Familiar. Diese Katze kostet 1 schwarzes Mana und ist eine 1-1er Kreatur. Und wenn sie das Spielfeld betritt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und wir erhalten einen Lebenspunkt. Wir können allerdings auch ein Food Token opfern, um diese Kreatur von unserem Friedhof zurück in das Spielfeld zu befördern. Das Gute dabei ist, am Ende des Zuges erhalten wir durch Guillaume diesen Food-Token wieder zurück, da mit dem Cauldron Familiar eine weitere Kreatur das Spielfeld betreten hat. So stellt es kein Problem für uns dar, diese Kreatur zu nehmen und geschickt in der Blockerphase gegen starke Kreaturen sterben zu lassen, da wir diese Kreatur gerne in unserem Friedhof sehen und sie mit Food-Token wieder zurückholen können. Jedes Mal, wenn wir das tun, verlieren unsere Gegner auch noch einen Lebenspunkt und wir erhalten einen Lebenspunkt zurück. Ist natürlich nicht ganz so viel wie die 3 Lebenspunkte, die wir durch ein Food-Token erhalten würden. Allerdings können wir diese Kreatur dazu nutzen, geschickt zu blocken und so weniger Lebenspunkte generell zu verlieren. Sehr gut in dieses Deck passt aber auch Gilded Goose. Dieser Vogel ist eine 0-2er-Kreatur mit Flugfähigkeit und kostet nur 1 grünes Mana. Und wenn er das Spielfeld betritt, erzeugen wir erstmal ein Food-Token. Wir können ihn allerdings auch dazu nutzen, ein generisches und 1 grünes Mana zu bezahlen, diese Kreatur zu tappen und ein Food-Token zu erzeugen. Haben wir also gar kein Food-Token mehr parat, können wir die Gilded Goose spontan nutzen, um Food-Token auch End of Turn zu benutzen oder dann, wenn wir sie in Guillaume reinopfern wollen. Ebenso können wir ein Food-Token benutzen und ihn opfern und die Gilded Goose tappen, um ein Mana einer beliebigen Farbe zu unserem Mana-Pool hinzufügen zu können. Also auch ein bisschen Mana-Ramp könnten wir theoretisch mit dieser Kreatur erzeugen. Dies ist perfekt, da wir so noch mehr Möglichkeiten haben, irgendwas mit unseren Food-Token anstellen zu können. Perfekt passt da auch die nächste Karte rein, das ist die Verzauberung Trail of Crumbs.
welche ebenfalls aus Throne of Eldraine ist und besagt, dass wenn diese Verzauberung das Spielfeld betritt, wir erstmal einen Food-Token erzeugen. Das ist schon mal an sich ziemlich cool. Wenn wir allerdings irgendwann in dem Spiel ein Food-Token opfern, könnten wir theoretisch ein generisches Mana bezahlen. Wenn wir dies auch tun, dann schauen wir uns die obersten zwei Karten unserer Bibliothek an und können eine bleibende Karte davon offen vorzeigen und sie auf unsere Hand nehmen. Den Rest müssen wir dann unter unsere Bibliothek in beliebiger Reihenfolge legen. Dies ist ziemlich vorteilhaft in unserem Deck, da wir dadurch die Möglichkeit haben, weitere Kreaturen aus unserer Bibliothek rauszufiltern und auf unsere Hand zu nehmen, die wir dann ausspielen können. So erzeugen wir noch mehr Food-Token am Ende des Zuges, wenn wir zusätzlich noch Guillaume, Masterchef, auf dem Spielfeld liegen haben. Eine weitere neue Karte aus den Commander Precon Decks ist Glutinous Troll, welche eine 3-3er-Kreatur ist mit Trampelschaden und wenn er das Spielfeld betritt, erzeugen wir eine Anzahl an Food-Tokens, die gleich der Anzahl an Gegner ist, die wir haben. Das ist in der Regel 3 Gegner. Wir können ein generisches und ein grünes Mana bezahlen und eine andere nicht-landbleibende Karte opfern, um diesem Troll +2/+2 bis zum Ende des Zuges zu geben. Damit ist natürlich vorgesehen, dass wir unsere Food-Token auch in diesen Troll reinopfern können, um ihn zu verstärken. Dadurch, dass er Trampel hat, können wir so richtig viel Kampfschaden zu unseren Gegnern zufügen. Aber auch so ist er eine ziemlich coole Kreatur in unserem Deck, da er schon eine gute Stärke hat und Trampelschaden mit sich bringt. So sollte im Optimalfall eine durchschnittliche Kreatur in unserem Deck ausschauen. Kommen wir daher zum nächsten Troll, welcher ebenfalls in Throne of Eldraine erschienen ist. Und zwar ist es Feasting Troll King, welcher insgesamt 6 Mana kostet. Dafür ist er allerdings auch eine 7-6er Kreatur mit Wachsamkeit und Trampelschaden. Wenn er das Spielfeld betritt und wenn wir ihn von unserer Hand aus ausgespielt haben, erzeugen wir ebenfalls 3 Food-Token. Wir können allerdings auch während unseres Zuges die dritte Fähigkeit einsetzen, die besagt, dass wir 3 Food-Token opfern müssen und dann können wir diese Kreatur von unserem Friedhof zurück ins Spielfeld legen. Das passt natürlich perfekt in unsere grün-schwarze Food-Token-Reanimator-Strategie, die wir mit diesem Deck verfolgen. Selbst wenn wir ihn nicht von unserer Hand aus ausgespielt haben, ist er eine ziemlich starke Kreatur. Und da er eine Nicht-Spielstein-Kreatur ist, erzeugt er zu Beginn des Endsteps durch unseren Commander E1 Food-Token. Aufgrund seiner Stärke ist er mit Trampelschaden ein richtiger Graus, wenn wir damit unsere Gegner angreifen wollen. Und sie werden ziemlich viel Schiss haben und sich überlegen, wie man diese Kreatur totblocken kann. Das Gute ist, dass diese Kreatur nicht getappt wird im Kampf, da sie Wachsamkeit hat und tendenziell in der nächsten Blockphase wieder für uns zur Verfügung steht und unsere Gegner wieder vor ein Problem stellt. Die einzige Möglichkeit, diese Kreatur loszuwerden in unserem Deck ist, dass unsere Gegner sie ganz aus dem Spiel entfernen müssen. Die 6 Mana sind gar nicht mal so teuer für diese Kreatur. Das Problem ist allerdings, dass wir 3 grüne Mana aufbringen müssen, um diese Kreatur ausspielen zu können. Da wir allerdings natürlich einen gewissen Reanimator-Effekt in dieser Kreatur haben, können wir auch die Spontanzauberkarte Einbuddeln spielen, wo wir nur ein schwarzes Mana bezahlen müssen, um eine Karte aus unserer Bibliothek rauszusuchen, die wir dann in unseren Friedhof legen. So ist es tendenziell möglich, durch Guillaume oder andere Kreaturen, die wir haben, die Food-Token erzeugen, den Feasting Troll King schon in der 2. oder 3. Runde im Spielfeld zu haben. Dies ist natürlich ein richtiger Albtraum für unsere Gegner. Aber ein sehr schöner Spielzug in unserem Deck. Sehr gut passt dazu auch die Hexerei Taste of Death. Schon das Bild verrät, dass 3 Kreaturen in vergiftete Äpfel reingebissen haben und den Tod gefunden haben. Die Fähigkeit dieser Hexerei spiegelt das perfekt wider. Jeder Spieler muss 3 Kreaturen opfern. Und wir erzeugen dann 3 Food-Token. Auch sollten wir nach Karten Ausschau halten, wie zum Beispiel Bake into a Pie. Diese Spontanzauberkarte kostet 4 Mana und besagt, dass wir eine Kreatur zerstören können und zusätzlich ein Food-Token erzeugen können. Generell sollten wir nach solchen Karten Ausschau halten, die einen gewissen Effekt haben und zusätzlich Food-Token für unser Deck erzeugen. So ist sichergestellt, dass alle Kreaturen und andere Karten, die wir in unserem Deck haben, die diese Food-Token benötigen, immer wieder welche haben. Ähnlich ist es da mit dem Artefakt Witch's Oven, welche selber nur ein generisches Mana kostet und besagt, dass wir diesen Ofen tappen müssen und eine Kreatur opfern, um einen Food-Token erzeugen zu können. Wenn die Verteidigungskraft dieser Kreatur 4 oder größer war, erzeugen wir sogar direkt 2 Food-Token. Dieser Ofen ist natürlich perfekt dafür, wenn unsere Kreaturen auf irgendeine Art und Weise sterben sollten oder aber zum Beispiel aus dem Spiel entfernt werden sollen. Wir hatten ja schon beim Feasting Troll King gesagt, dass das die einzige Möglichkeit ist, ihn aus dem Spiel zu entfernen, wirklich das Exile ist. Wenn unsere Gegner also versuchen, diese Kreatur durch irgendwelche Zaubersprüche aus dem Spiel zu entfernen, haben wir noch die Möglichkeit, ihn in den Ofen der Hexe reinzuopfern. So erhalten wir zunächst erstmal 2 weitere Food-Token und benötigen nur einen weiteren, um ihn dann in unserer Runde wieder aus dem Friedhof holen zu können. Aber auch wenn andere Kreaturen im Kampf sterben sollten, was nun mal in Magic gang und gäbe ist,
können wir so diese Kreaturen nochmal in diesen Ofen reinopfern, um andere Food-Token aus dieser Kreatur noch zu generieren. Dies machen wir am besten immer dann, wenn in der Kampfphase der Kampf aussichtslos für gewisse Kreaturen aussieht und sie sterben würden und die gegnerischen Kreaturen keinen signifikanten Schaden erhalten würden. Da alle unsere Food-Token auch Artefakte sind, können wir auch selber das Artefakt Inspiring Statuary spielen. Nicht-Artefakt-Zaubersprüche, die wir ausspielen, haben Improvise. Das heißt, wir können Artefakte tappen, also sprich unsere Food-Token, um unsere Zaubersprüche ein generisches Mana günstiger zu machen. So haben wir die Möglichkeit, richtig teure Zaubersprüche auch früh im Spiel ausspielen zu können. Sehr gut in dieses Deck passt allerdings auch die Karte Reassembling Skeleton. Für 2 Mana ist es eine 1-1er Kreatur, die immer und immer wieder kommen kann. Denn wenn diese Kreatur im Friedhof liegt, können wir ein generisches und ein schwarzes Mana bezahlen, um diese Kreatur getappt wieder ins Spielfeld zu bringen. Dies ist natürlich ziemlich cool, da wir so immer und immer wieder mindestens einen Food-Token durch Guillaume erzeugen können. Aber auch End of Turn unserer Gegner könnten wir theoretisch dieses Skelett wieder aus unserem Friedhof spielen, um in unserem Zug wieder eine Kreatur zu haben, die wir dann fürs Blocken oder Angreifen nutzen können. Oder aber in den Ofen der Hexe reinopfern können, um so wieder Food-Token zu erzeugen. Auch eine gewisse Reanimator-Philosophie bringt die neue Kreatur Sproutback Trooch mit sich, welche ebenfalls in dem Pre-Constructed Commander Deck vorhanden ist und insgesamt 9 Mana kostet. Dafür allerdings auch eine 9-7er Kreatur mit Trampelschaden ist. Dieser Spruch kostet x Mana weniger, wobei x die Anzahl an Lebenspunkte ist, die wir diese Runde erhalten haben. Opfern wir also 2 Food-Token, erhalten wir schon 6 Leben dazu und dieser Zauberspruch kostet nur noch 3 Mana und ist für eine 9-7er Kreatur mit Trampelschaden richtig günstig. Wenn diese Kreatur allerdings in unserem Friedhof liegt, können wir zu Beginn unseres Endsteps diese Kreatur aus unserem Friedhof heraus spielen. Da die Voraussetzung ist, dass wir Lebenspunkte erhalten haben, können wir diese Kreatur sogar günstiger wieder aus unserem Friedhof heraus spielen. Eine perfekte Kreatur also in unserem Deck. Und mit 9-7 Trampelschaden ist es eine richtig starke Kreatur in jeder Kampfphase. Auch hierbei müssen wir beachten, dass unsere Gegner diese Kreatur nicht aus dem Spiel entfernen können. Solange diese Kreatur immer wieder stirbt oder zerstört wird, landet sie immer und immer wieder zurück in den Friedhof, wo wir sie wieder erneut herausspielen könnten. Dies ist ja auch die Mechanik unseres Decks oder die Strategie unseres Decks, das wir verfolgen, und stellt absolut kein Problem dar. Haben wir diese Kreatur allerdings einmal verloren, weil sie ins Exil gelandet ist, ist das ein Problem für unser Deck. Nochmal ein bisschen anderen Wind bringt die Karte Kuldota Forgemaster in unser Deck. Dies ist eine Artefaktkreatur, welche Stärke und Widerstandskraft von 3,5 hat und wir können diese Kreatur tappen und 3 weitere Artefakte opfern, um unsere Bibliothek nach einer Artefaktkarte zu durchsuchen, um sie direkt ins Spielfeld zu legen. Dies ist natürlich kein Reanimator in dem Sinne, allerdings können wir so geschickt Artefakte oder Artefaktkreaturen aus unserer Bibliothek ins Spielfeld zu befördern. Und da alle unsere Food-Token Artefakte sind, können wir sie also auch geschickt nutzen, um wieder coole Kreaturen aufs Spielfeld zu befördern. Was absolut dem Sinn unseres Decks entspricht. Eins dieser Artefakte könnte zum Beispiel The Great Henge sein. Dieses Artefakt können wir tappen, um 2 grüne Mana zu erzeugen und 2 Lebenspunkte zu erhalten. Und immer wenn eine Nicht-Spielstein-Kreatur das Spielfeld unter unserer Kontrolle betritt, legen wir zunächst erstmal eine +1/+1-Marke auf diese Kreatur und ziehen eine Karte, was enorm stark ist. Haben wir allerdings The Great Henge selber irgendwann mal auf unserer Hand und können es gar nicht aus unserer Bibliothek heraussuchen, kostet dieser Zauberspruch x Mana weniger, wobei x die größte Stärke unter Kreaturen ist, die wir kontrollieren. Da unser Commander selber schon eine Stärke von 5 hat, würde dieser Zauberspruch also allein dadurch schon mal nur 4 Mana kosten. Aber auch Artefakte wie die Vedorken Ovary könnten wir theoretisch aus unserer Bibliothek heraussuchen und direkt ins Spielfeld legen. Wenn dies einmal geschehen ist, haben Nichtlandkarten, die wir auf unserer Hand haben, Flash und können sie zu jedem Zeitpunkt ausspielen, wo wir auch einen Spontanzauber ausspielen könnten. Da die besten schwarzen Reanimator-Zaubersprüche alle Hexereien sind, ist die Vedorken Ori eine perfekte Möglichkeit, so Kreaturen auch in den Zügen unserer Gegner wieder von unserem Friedhof ins Spielfeld legen zu können. Eine schöne Artefaktkreatur, welche wir theoretisch aus unserer Bibliothek raussuchen wollen oder sogar am liebsten immer und immer wieder reanimaten wollen, ist die Kreaturenkarte Triplicate Titan, welche insgesamt 9 Mana kostet, eine 9-9er Kreatur ist und Flugfähigkeit, Wachsamkeit und Trampelschaden hat. Damit ist sie eine richtig starke Kreatur in unserem Deck, die Trampelschaden-Philosophie wieder verfolgt. Wenn diese Kreatur stirbt, erzeugen wir zudem 3 Kreaturenspielsteine, die jeweils 3-3 sind und jeweils einmal Flugfähigkeit hat, der nächste hat Wachsamkeit und der nächste Spielstein hat Trampelschaden.
Selbst wenn diese Kreatur also einmal sterben sollte im Kampf, haben wir äquivalent 3 weitere Kreaturen wieder auf unserem Spielfeld liegen. Und da der Triplicate Titan dann in unserem Friedhof liegt, können wir ihn wieder mit anderen Zaubersprüchen reanimieren. Da ziemlich viele Kreaturen in unserem Deck schon von sich aus Trampelschaden mitbringen, brauchen wir Hexereien oder Spontanzauber wie zum Beispiel Insatiable Appetite, welche unsere Kreatur verstärken kann. Wenn wir diese Spontanzauberkarte ausspielen, könnten wir theoretisch einen Food-Token opfern. Wenn wir das tun, erhält eine Kreatur unserer Wahl +5/+5 bis zum Ende des Zuges. Wenn wir keinen haben oder keinen opfern wollen, erhält diese Kreatur stattdessen nur +3/+3. Ist allerdings trotzdem perfekt, um unsere Kreaturen zu verstärken und so die Kampfstärke hochzuschrauben, die dann über die Kreaturen unserer Gegner trampeln kann. Ähnlich ist da die Karte Macht der Eichen, welche 4 Mana kostet und einer Kreatur unserer Wahl direkt +7/+7 gibt. So werden unsere Kreaturen natürlich richtig stark und erhalten eine hohe Widerstandskraft, weshalb sie nicht unbedingt sterben werden. Sollte einer unserer Gegner allerdings trotzdem geschickte Zaubersprüche spielen, um unsere Kreaturen zu zerstören, obwohl sie so stark sind, können wir einfach einen Food-Token opfern in unserem Commander, um diese Kreatur Unzerstörbarkeit zu geben. Ein Spielentscheider kann da die Kreaturenverzauberung Colossification sein. Die verzauberte Kreatur wird zunächst getappt, sobald diese Verzauberung auf die Kreatur angelegt wird. Die verzauberte Kreatur erhält allerdings +20/+20. Spielen wir diese Verzauberung auf unseren Commander, ist jeder Angriff ausreichend, um unsere Mitspieler aus dem Spiel zu nehmen. Einer meiner Lieblingsreanimationszauber ist die Hexerei Victimize. Hierbei suchen wir uns zunächst erstmal 2 Kreaturenkarten in unserem Friedhof aus und müssen dann eine Kreatur opfern. Wenn wir das gemacht haben, dann werden die ausgewählten Karten aus unserem Friedhof zurück ins Spielfeld gelegt, allerdings getappt. Was ziemlich cool ist, ist so, dass wir günstige Kreaturen oder Kreaturen-Spielsteine opfern können, um richtig wertvolle Kreaturen aus unserem Friedhof wieder zurück ins Spielfeld zu befördern. In Synergie mit Guillaume bedeutet das zunächst sogar, dass wir zu Beginn des Endsteps 2 weitere Food-Token erzeugen, da mindestens 2 Kreaturen durch diese Hexerei das Spielfeld betreten haben. Da wir durch unsere Food-Token auch Lebenspunkte dazu erhalten können, sollten wir auf jeden Fall die Hexerei Reanimate spielen, welche dieser ganzen Mechanik den Namen gegeben hat. Diese Hexerei kostet 1 schwarzes Mana und wir können eine Kreaturenkarte von unserem Friedhof zurück aufs Spielfeld legen unter unserer Kontrolle. Dabei muss es nicht unser Friedhof sein oder eine Kreatur, die uns gehört, sondern wir können auch Kreaturen von den Friedhöfen unserer Gegner wieder zurück unter unserer Kontrolle ins Spielfeld bringen, was ziemlich stark ist. Leider verlieren wir allerdings auch Lebenspunkte in Höhe der umgewandelten Mana-Kosten dieser Kreatur. Da aber eingangs schon gesagt, die Food-Token wieder unsere Lebenspunkte auffrischen können, ist dies kein Problem in unserem Deck. Aber auch Spontanzauberkarten wie Undying Evil passen perfekt in unser Deck. Hierbei suchen wir uns eine Kreatur aus, die Undying erhält bis zum Ende des Zuges. Das bedeutet, wenn diese Kreatur sterben würde und sie keine +1/+1 Marke hat, bringen wir sie zurück ins Spielfeld unter unsere Kontrolle mit einer +1/+1 Marke. Dies ist natürlich kein klassischer Wiederbelebungszauber, wie man ihn in einem Reanimator-Deck findet. Allerdings ist es eine ziemlich coole Karte, da sie unseren Gegnern daran hindert, unsere Kreaturen zu zerstören, da sobald sie sterben, sofort sozusagen wiederbelebt werden und sogar noch stärker zurückkommen als zuvor. Weitere Kreaturen, die wir mit Trampel spielen sollten, ist zum Beispiel der Phyrexian Obliterator, welcher 5/5 hat und 4 Mana kostet, allerdings 4 schwarze Mana, die wir für ihn aufbringen müssen. Immer wenn eine Quelle ihm Schadenspunkte zufügt, muss der Beherrscher dieser Quelle so viele bleibende Karten opfern. Dies ist natürlich der blankste Horror, wenn diese Kreatur einmal auf dem Spielfeld liegt. Wir wollen selbstverständlich mit ihr in jeder Angriffsphase angreifen, damit sie geblockt wird und unsere Gegner dann auch noch Kreaturen opfern müssen. Da sie allerdings 4 schwarze Mana kostet, ist sie eher ein Fall für eine Reanimator-Strategie, die wir in unserem Deck natürlich auch verfolgen, um sie so ins Spielfeld zu mogeln. Aber auch im späteren Verlauf des Spiels, wo wir locker 4 schwarze Mana zur Verfügung haben, könnten wir theoretisch diese Kreatur aus unserer Hand ausspielen. Diese Kreatur wird natürlich auch sofort das Ziel von Zaubersprüchen und Fähigkeiten unserer Gegner, um sie aus dem Spiel zu befördern. Ebenfalls zählt dasselbe wie bei den anderen Kreaturen, dass es uns egal ist, wenn diese Kreatur stirbt. Das Blöde wäre nur, wenn sie ganz aus dem Spiel entfernt werden würde. Das Gute allerdings an unserem Commander ist, dass wir diese Kreatur Unzerstörbarkeit geben könnten und so vor den Zerstörungszaubern unserer Gegner bewahren können. Auch ziemlich cool, aber nicht ganz perfekt in diesem Deck passt Karmal Fist of Krosser. Er ist eine 4-3er-Kreatur für insgesamt 6 Mana. Weshalb ich aber ihn in diese Deck-Tech mit aufgenommen habe, ist seine Fähigkeit, dass wir insgesamt 5 Mana bezahlen können, um Kreaturen, die wir kontrollieren, +3/+3 zu geben und Trampelschaden.
So ist es auf jeden Fall möglich, unseren Gegnern richtig viel Kampfschaden zuzufügen. Und wir können unsere Kreaturen, ähnlich wie Colossification oder Macht der Eichen, verstärken. Ebenfalls der Dämonenlord Belzenlock ist auch eine Kreatur mit Flugfähigkeit und Trampel und kann daher auch in diesem Deck gespielt werden. Dieser Elder Demon bringt allerdings auch noch eine weitere Fähigkeit mit sich. Wenn er das Spielfeld betritt, exilen wir die obersten Karten unserer Bibliothek, bis wir eine Nichtlandkarte aufdecken und bringen diese Karte in unsere Hand. Wenn diese Karte die umgewandelten Mana-Kosten von 4 oder mehr hatte, dann wiederholen wir diesen Prozess, bis wir eine Karte aufdecken, die kein Land ist und weniger wie 4 umgewandelte Mana-Kosten hat. Der Dämonenlord fügt uns dann einen Schadenspunkt zu für jede Karte, die wir auf diese Weise auf unsere Hand genommen haben. Da die meisten Kreaturen in unserem Deck 4 oder mehr Mana kosten, ist es so theoretisch möglich, einige unserer Kreaturen auf die Hand zu bekommen durch diese Fähigkeit. Alles in allem haben wir so die Möglichkeit, erstmal wieder richtig viele Karten auf unsere Hand zu bekommen und so wieder neue Zaubersprüche zu bekommen und wieder frischen Wind ins Spiel zu bringen. Auch wenn diese Fähigkeit vielleicht nicht die beste Karte in unserem Deck auf unsere Hand bringt, haben wir danach eine 6/6er Kreatur mit Trampelschaden, die unsere Gegner richtig viel Schaden zufügen kann. Deshalb darf zum Beispiel auch die Verzauberung Beastmaster Ascension nicht fehlen. Immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, angreift, legen wir eine Questmarke auf diese Verzauberung. Solange wir dann 7 oder mehr Questmarken auf dieser Verzauberung haben, erhalten unsere Kreaturen +5/+5. Dies ist natürlich eine richtig starke Verzauberung, da unsere Kreaturen hoffentlich alle Trampelschaden haben und mit der +5/+5 Verstärkung so richtig viel Kampfschaden zufügen können. So ist es hoffentlich möglich, das Spiel dann recht schnell für uns zu entscheiden. Sollte dies allerdings nicht ausreichen, können wir natürlich auch perfekt den Oran Frostfang spielen. Angreifende Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Death Touch. Und immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehen wir eine Karte. Da wir ziemlich viele Kreaturen mit Trampelschaden haben, ist dies sehr häufig hoffentlich der Fall. Und wir können recht viele Karten nachziehen. Allerdings ist auch die Kombination aus Death Touch und Trampelschaden richtig gefährlich für unsere Gegner. Da es ausreicht, unseren gegnerischen Kreaturen einen Schadenspunkt zuzufügen und den Rest der Angriffsstärke dieser Kreatur ungeblockt zu unseren Gegnern zufügen zu können. Hat also Guillaume Masterchef eine Stärke von 5/3, Trampelschaden und im Angriff dann Death Touch, und er wird zum Beispiel von einer 6/6er Kreatur geblockt, würde trotzdem ein Schadenspunkt auf diese Kreatur zugefügt und 4 Schadenspunkte zu dem gegnerischen Spieler zugefügt. Da Guillaume auch noch Death Touch hatte, wird sogar noch die Kreatur, die 6/6 hatte, zerstört. Sehr gut passt allerdings auch die Hexerei Triumph of the Hordes, welche insgesamt 4 Mana kostet und besagte, dass bis zum Ende des Zuges Kreaturen, die wir kontrollieren, +1/+1 erhalten, Trampelschaden und Infekt. So ist es möglich, direkt das Spiel auszumachen, denn unsere Gegner benötigen nur noch 10 Poison-Marken, um das Spiel zu verlieren. Insgesamt macht dieses Deck eine richtige gute Atmosphäre. Denn Guillaume Masterchef ist ein ziemlich cooler Koch, der unsere Kreaturen verstärken kann und die verschiedensten Zaubersprüche unsere Kreaturen mit anderen Fähigkeiten noch zusätzlich auszustatten. Ebenfalls haben wir in unserem Deck einige Karten gesehen, die mit den Food-Token, die wir in diesem Deck erzeugen, auch noch andere Möglichkeiten bieten und so das Spiel vielseitig machen können. Danke, dass ihr euch diese Folge bis zum Ende durchgeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal doch auf YouTube und hinterlasst einen schönen Kommentar. Ihr könnt uns allerdings auch auf Instagram folgen oder einer dieser beiden empfohlenen Videos als nächstes schauen. Wir würden uns freuen und sagen bis zum nächsten Mal bei Elder Demon Highlander.